Willst du ein bisschen was von meinem Dicksaft? Er ist auch Bio. Guten Morgen. Oh mein, es ist 2022. Happy New Year. Boah, mir geht's gar nicht gut. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Überbeule. Why? Du bist voller Alkohol. Und nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Silvester ging es ab in unsere erste gemeinsame Wohnung. Okay, so schön eingerichtet war sie nicht, aber das kann ja nicht so schwer sein. Es trägt einfach alles dazu bei, dass es scheiße aussieht. Ja. Denn ich spiele seit 2 Jahren jeden Tag Counter-Strike. Hast du hier Pappe als Jalousie? Ja. Es gibt eine Sache, die in der neuen Wohnung natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf. Und zwar das wunderschöne Meisterwerk von Malenci. Ah ja, apropos Malenci. Ich hab so Angst, ich sitze da gerade, weil ich so Angst habe. Warum hast du Angst? Du bist gerade... Es ist der erste Tag, wo ich hier bin. Es muss irgendwas passieren. Ja, ich habe eine Überraschung für dich. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an dieses Meme. Warum liege ich am Kloboden? Und ich dachte mir, wir haben hier auch einen Kloboden. Oh, Malenci auf dem Kloboden! Das heißt, hier ist noch, wenn ich beim Kacken bin, guckt Malenci nicht an? Da will man sich gleich dazulegen. Ja. Nein, das ist, womit ich mein Geld verdiene. Ja, das ist das Schlimmste dran. Warum nicht im Klo wohne? Leider waren nicht alle Geschenke so erfolgreich. Was liebt Anna am meisten? Selleriesaft. Richtig, Sellerie. Oh, das ist der falsche, Mike. Oh, sorry. Hast du jemals einer von Annas Stories geguckt? Nein, sorry. Hanna und ich spenden jetzt richtig viel Kleider an Obdachlose. Du spendest richtig viel Kleider. Wir fahren da hin und Hanna so, was, da gibt's 3 Mahlzeiten pro Tag? For free? Ich schau's mir mal an. Ich lass mal eine Führung geben. Was ist das für ein Auto? AMG. Nee, der Stern steht für Polo. Bist du blöd? Ich meine es nicht ernst. Doch, der Stern steht für Polo. Ja, die 4 Kreise sind ein Audi. Ja. Und der Stern ist mein Ring. Der Ring. Was ist für die so richtige Red Flag? Größe unter 20 cm. Joke. Yeah. Sag mal du, wenn Entrepreneur das so in der Bio steht. Entrepreneur? Entrepreneur. Stört sich auch, wenn Traveleur drin steht? Bei Sandra läuft es ja nicht gut mit den Boys, also habe ich mir gedacht, wir machen heute Blind Dates. Auf der Straße mit random Leuten. Hi. Hi. Oh mein Gott. Hallo. Bist du aufgeregt? Ja, oh mein Gott. Wie geht's dir? Gut. Ich bin die Sandra. Hallo Sandra. Ja, so. Das ist aber angeäschert. Wie stehst du denn mit dem Thema Entfeuchtung bei dir? Hallo? Ich hab über 200 abonniert. Letztes Jahr viele Brüche gehabt, kleine Zeh gebrochen, Rücken gebrochen, alle Zähne ausgeschlagen. Hi. Hi. Wer bist du? Du kannst dich nicht mehr erinnern. Na, von wo? Kenny die? Ja. Oh mein Gott, haben wir was mit dir gehört? Nein. Nein. Wolltest du mal Eislaufen? Ja, nice, dass du da bist. Wie alt bist du? 14. 14? Tja, die einen waren zu jung, die anderen zu alt und Cherry war einfach Cherry. Ich habe mir mal gestern einfallen lassen, dass ich ab sofort eine Garantie hergebe, ja, dass bei uns alle feucht werden. Die Lage schien ziemlich aussichtslos zu sein, aber dann kam der letzte Kandidat. Wieso lachst du? Was machst du so in deiner Freizeit? Flöte spielen. Ah, bist du eine Jungfrau? Küsst du mir erst ein Date, Dominik? Mhm. Mhm. Und Kinder jetzt einfach. Okay. Ja. Und wie viele Abos hast du? Es geht nicht noch Abos, gell, aber... Es geht nicht noch Abos, aber wie viele Abos hast du? Date die nicht. Achso, okay. Max hat Nein gesagt. Ich habe keine Million Abonnenten.